Servus, grüß euch. Wir sind da heute bei mir im Betrieb daheim auf meiner Maisfläche. Den Mais haben wir da dieses Jahr am 21. Mai in Direktsaat auf einen leider ein bisschen zu schwach entwickelten Grünschnittrogenbestand eingebaut. 21. Mai, ein bisschen spät vom Anbaudatum her, aber ich wollte persönlich die Frostnächte noch warten. Der Aufgang war grundsätzlich sehr gut. Jetzt, wie ihr seht, wir haben jetzt da Ende Juni und es ist schon sehr heiß und eigentlich relativ sehr trocken. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass ich auch jetzt da eine Untersaat etablieren will in meinem Maisbestand, weil eben die Mulchfläche vom Grünschnittrogen einfach schon wenig ist. Sie ist natürlich noch so gut vorhanden, dass quasi Erosion vermieden werden kann, also Wind- und Wassererosion. Aber die Untersaat soll einfach dann im weiteren Verlauf das weiter verhindern. Wenn wir uns den Maisbestand anschauen, sind wir noch nicht ganz in dem Stadium, wo wir eigentlich hin wollen. Grundsätzlich sollte der Untersaat immer so im 8 bis 10 Blattstadium, also kurz vor Reinschluss vom Mais, etabliert werden, dass eben dann die Untersaat in keinem Fall eigene Konkurrenz für den Mais wird. In dem Fall habe ich aber dazu entschlossen, dass ich ein bisschen früher anbaue, weil ich doch die mehr Vorteile aus der Untersaat haben würde, dass ich die Untersaat doch ein bisschen stärker etabliert, bevor der Mais in den Reinschluss geht. Die Untersaat bringen wir quasi mit einem Seebalken 12 Meter VPV aus. Bei dem Seebalken haben wir ein kleines Merkmal, weil ich mit meiner 1,80er Spur quasi über zwei Reihen drüber fahre, haben wir die Prallbleche asymmetrisch angeordnet. Das heißt, das erste Prallblech sitzt mitten am Traktor und dann quasi jeweils in 75 cm Abstände, dass wir immer quasi zwischen die Reihen hinkommen. Ja, da aktuell haben wir sogar schon gesät, wenn wir sich das mal anschauen, auf die Fläche runter, sieht man da schon, dass da vereinzelt, wie zum Beispiel jetzt da eine Kresse, ein Buchweizen, gleichmäßig schön verteilt ist. Ja, generell zur Mischung, ich bin dazu entschlossen, dass ich da eine Mischung aus vier Komponenten anbaue, und zwar mit den Komponenten Buchweizen, Kresse, Sommerfutterraps und ein Ölrettich. Die Komponenten habe ich deswegen so gewählt, weil einfach sie Kreuzblütler eigentlich sehr gut etablieren, wenn sie nur oberflächlich gestrahlt werden. Und Buchweizen, dass wir quasi Partner aus zwei Familien haben, das auch förderungstechnisch passt. Den 12 Meter Seebalken, was wir da jetzt haben von der Firma APV, ist quasi der Grundrahmen, ist ein 12 Meter Ackerstriegelrahmen. Auch bei Bodenunebenheiten gleicht das der Rahmen sehr gut aus. Zum Strahlen unserer Untersaat verwendet man da einen PS300 mit hydraulischem Gebläse und 16 Abgängen. 16 Abgängen deswegen, dass wir quasi auf die 12 Meter Arbeitsbreite jeweils inzwischen einmal in die Reihe hinkommen. Ja, wie man sieht, haben wir in der Fläche ein bisschen einen Beigradbewuchs, der dann chemisch vor einigen Tagen mit einem blattaktiven Herbizid bekämpft worden ist. Man sieht schon ein wenig die Blattaufhellungen, das heißt, das Unkraut, Beigrad, befindet sich jetzt dann quasi im Absterbeprozess und die Untersaat kann dann, sobald Regen und Keimung da ist, kann dann durchstarten. Wir bringen aktuell 25 Kilogramm pro Hektar aus, das heißt mit jetzt aktuell mit einer Fahrgeschwindigkeit von 5 km/h, weil eben noch ein paar Bodenunebenheiten sind, können wir leider nicht schneller fahren, aber das, da sind wir jetzt ca. auf 2,5 Kilogramm in der Minute, was mit dem hydraulischen Gebläse kein Problem ist.